und herzlich willkommen bei Photoshop Arts. In diesem Tutorial geht es darum, wie wir einen Cartoon-Effekt hinbekommen. Ja, dazu hab ich mir jetzt ein Bild rausgesucht. Ja, ihr könnt euers benutzen. Und dann gehen wir auf die Filtergalerie, indem wir auf Filter und dann auf Filtergalerie klicken. Gehen dann auf... Entschuldigung. So, gehen auf Kunstfilter und dann gehen wir auf Tontrennung und Kantenbetonung. Hier stellen wir die Kantendeckkraft auf 0, die Kantenstärke auch auf 0 und die Tontrennung tun wir auf 1, beziehungsweise bis sich die hellen und dunklen Partien genau unterscheiden. Das heißt, jetzt hier zum Beispiel sieht man, dass es noch nicht so eindeutig ist mit den hellen und dunklen Partien. Deswegen stelle ich das auf 1 und dann sieht man, helle und dunkle Partien unterscheiden sich sehr voneinander. Klicke einmal auf OK. Dann gehen wir wieder auf Filter, Filtergalerie. Dann gehen wir auf Farbpapier-Collage. Und wie ihr seht, kommt es einem Cartoon schon sehr ähnlich, aber ich mache jetzt eben eine Einstellung, die ich vorhin schon gemacht habe. Und hier müsst ihr ein wenig herum experimentieren, weil das je nach Bild total anders ist. Ich gucke eben, was das beste Ergebnis bei mir ist. Okay. So. Das kommt einem Cartoon schon sehr ähnlich. Meine Angaben waren eben 8, 5, 1. So. Und jetzt könnt ihr noch bei Bild, Korrekturen, Helligkeit, Kontrast, könnt ihr bei Helligkeit 10 und bei Kontrast 30 einstellen. Und dann kommen die Farben noch mehr als Cartoon rüber. Also sehr übertriebene Farben und ja. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Tutorial geholfen und wie gesagt, je nach Bild ist es total anders. Zum Beispiel hier kann man jetzt sehr undeutlich die Augen erkennen, aber nun ja, was soll man machen, habe ich mir ein schlechtes Bild rausgesucht. Aber wie ihr seht hier bei den Haaren der Schatten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das der Schatten war. Auf jeden Fall, wenn das so eckig und kantig ist, dann seid ihr schon an einem Cartoon sehr dran und wenn die Kontraste wirklich stimmen, dann passt es auch. Und danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Abonniert, kommentiert und ja, man sieht sich. Ciao.